Entity 303. Nach Herobrine der wohl größte Minecraft-Mythos aller Zeiten. Doch ist die Geschichte dahinter wahr? Erfahrt das und weitere gruselige Minecraft-Geschichten im heutigen Video. Aber packt die Windeln ein, Freunde, denn es wird gruselig. Somit aber erst einmal recht herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu einem neuen Video auf meinem Kanal GamingGuides.de. Da das letzte Mythen in Minecraft Video so gut bei euch ankam und einfach ganz schnell die 3000 Likes geknackt hat, dachte ich mir kurz an, einfach mal eine neue Folge aufzunehmen. Heute geht es allerdings nicht um normale Mythen, sondern wirklich um Creepypastas, also um drei gruselige Geschichten, dessen Existenz auf vielerlei Arten angeblich bestätigt worden sind. Ich würde mal sagen, wenn wir auf diesem Video die 2500 Likes geschafft haben, machen wir direkt eine neue Folge. Also auf jeden Fall ein Like dalassen, wenn es euch gefällt und ihr einen weiteren Teil sehen wollt. Somit beginnen wir dann auch schon mit den heutigen Mythen, doch sei gewarnt, solltest du dich schnell fürchten, empfehle ich dir auf jeden Fall abzuschalten. Mythos Nummer 1, Null. Hinter dem Namen Null steckt ein ähnlich großer Mythos wie hinter Herobrine oder Entity 303. Um die Geschichte allerdings am besten weiterzugeben, lese ich einfach mal die eingetippte Variante des Spielers vor, der angeblich Null gesehen haben soll. Zitat: Also, ich habe einen Freund, der mir von dem Herobrine-Mythos erzählt hat, der seit Jahren die Runde in Minecraft macht. Ich lachte im ersten Moment, weil ich dachte, er würde Witze machen. Deswegen dachte ich nicht weiter über diesen Mythos nach. Ich muss zugeben, ein kleines bisschen fasziniert bin ich schon von so einem kleinen, beschissenen, angeblichen Geist. Du wärst es sicher auch, wenn du glaubst, irgendein verrückter, böser Kerl ohne Pupillen irrt in deiner Welt umher und greift Leute in solch einem farbenfrohen Spiel an. In diesen Tagen erinnerte ich mich nicht daran, Herobrine gesehen zu haben, aber ich sah jemanden, der sich genauso wie er verhielt, jedoch komplett anders aussah. Dieser Spieler war komplett schwarz, du konntest keinerlei Details sehen, einfach vollständig geschwärzt. Ich habe nicht viel weiter darüber nachgedacht, weil er nie direkt zu mir kam und er verhielt sich nie in irgendeiner Weise feindlich. Er schaute ja einfach zu. Zu, als würde er mir irgendetwas sagen wollen. Ich denke, die meisten Spieler würden sagen, sie haben Null nie gesehen. Aber woher wollt ihr wissen, dass er sich nicht doch drüben in der dunklen Ecke dort versteckt hat? Nummer 2, Entity 303. Dieser Mythos ist neben Herobrine der wohl größte. Nicht umsonst wird Entity 303 auch The New Herobrine, also der neue Herobrine, genannt. Die Geschichte entstand im Jahre 2013, also da war die erste Sichtung, als ein Mojang-Mitarbeiter rausgeschmissen wurde. Er wollte dies nicht auf sich sitzen lassen und versprach eine blutige Rache. Er wollte die Spieler und die Entwickler hacken und ihnen das Leben zur Hölle machen. Geplant war es, Minecraft Ende 2014, Anfang 2015 komplett zu zerstören. Unzählige Welten von Spielern und Servern wurden einfach komplett ausradiert. Angeblich soll es eine Gruppe von Hackern gewesen sein, die dies versucht haben. Es gab mehrere E-Mails und Beschwerden an Mojang, dass irgendetwas ihr Minecraft gehackt oder nahezu abgeschaltet hätte mit einer Fehlermeldung namens 303. Es heißt, solltest du irgendwelche Dateien mit den Nummern 3, 0 und 3 auf deinem Computer haben, kann dies ebenfalls mit den Hackern in Verbindung stehen. Bis heute glauben noch viele an diesen Mythos, bestätigt oder nicht, gruselig ist es auf alle Fälle. Letzter Mythos von heute, Lick. Es gibt wirklich nicht viel, was bereits über diesen furchteinflößenden Charakter bekannt ist. Bekannt geworden ist Lick durch lauter Videos, in denen Spieler um 3 Uhr nachts Welten mit den Seeds 333 oder 666 spielten. Du merkst, dass Lick in deiner Welt ist, wenn du verteilt immer wieder Kreuze entdeckst, die scheinbar so generiert worden sind. Doch glaube mir, solltest du solche Kreuze entdecken, verlasse die Welt und lösche sie sofort, denn man weiß nie, was Lick mit den Spielern vorhat. Das war's auch schon mit dem heutigen Mythen-Video. Ich hab's erstmal bei 3 belassen, weil ich nicht weiß, wie solche Creepypastas bei euch ankommen. Sollte es euch gefallen haben, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Wie gesagt, bei 2500 Likes nehme ich nochmal so eine Edition wie heute auf. Würde mich sehr interessieren, ob ihr es sehen wollt. Schreibt mir euren Favoriten von heute in die Kommentare und wofür fürchtet ihr euch am meisten. Das würde mich allerdings auch sehr interessieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Haltet die Augen offen, Freunde. Wer weiß, was auf der Konsole so herumirrt. Und ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und auf Wiedersehen, Freunde. Pay my rent today. It's so strange, 'cause I don't even really know why, but I'm good. I think I'd rather throw them ones up, spend it all at the strip club. And I don't even really know why, but I'm good. Funny how we do everything we told, ain't it? Do something different.